Grüezi, Servus und Hallo zu einem neuen Video. Viele von euch kennen den Bestseller von der Australierin Rhonda Byrne bereits, The Secret oder Das Geheimnis trat vor 14 Jahren in mein Leben und veränderte dieses wirklich sehr positiv. Zu der damaligen Zeit befand ich mich in einer Krise, ich wollte nicht mehr aufstehen, war depressiv und ja, wie man sich das so vorstellen kann und vielleicht befindet ihr euch ja jetzt auch gerade in solcher Phase, dann kann ich euch helfen. Aber zunächst erstmal weiter. Ein Arbeitskollege und Freund, der Marcel, übergab mir dieses Buch mit den Worten, es wird dir aus der Krise helfen. Ich betrachtete es und dachte, wie kann ein Buch mir meine negativen Gedanken und Ängste nehmen? Wie soll das funktionieren? Aber ich merkte bei den ersten Seiten, dass von diesem Buch etwas Magisches ausging. Dieses Geheimnis schenkt Ihnen alles, was Sie sich wünschen. Glück, Gesundheit, Reichtum. Sie können alles, was Sie wollen haben, tun oder sein. Wir können uns alle Wünsche erfüllen, egal wie groß sie sind. In was für einem Haus möchten Sie wohnen? Wären Sie gern Millionär? Wollen Sie Ihr eigener Chef sein? Streben Sie nach mehr Erfolg? Was wollen Sie wirklich? Ich habe schon viele Wunder miterlebt. Plötzlichen Reichtum, Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten, zerstörte Beziehungen, die auf einmal wieder funktionierten. All das passierte, weil die betroffenen Personen wussten, wie das Geheimnis anzuwenden ist. Dies ist das große Geheimnis des Lebens. Für die Leute, die das Secret oder das Geheimnis jetzt nicht kennen und nicht wissen, worüber es sich handelt, ich kann euch so viel sagen, es ist ganz einfach. Das Gesetz der Anziehung kommt aus der Quantenphysik und bedeutet nichts anderes als Gedanken werden wahr. Ein Gesetz, die Anziehung. Das Geheimnis besteht im Gesetz der Anziehung. Alles, was in Ihr Leben tritt, wird von Ihnen angezogen. Sie ziehen es an durch die Bilder, die Sie in Ihrem Geist entstehen lassen, durch Ihre Gedanken. Wir leben in einem Universum, in dem Gesetze wirken. Wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn Sie von einem Gebäude stürzen, ist es egal, ob Sie gut oder böse sind. Sie werden unten aufschlagen. Das hört sich jetzt vielleicht für die, die das erste Mal davon erfahren, ein bisschen an wie Hokuspokus. Ich lebe jetzt seit 14 Jahren damit und fahre wirklich sehr gut. Es hat nicht immer funktioniert, aber warum das so war, zeige ich euch natürlich auch, dass ihr schneller dazu kommt. Also so richtig ging es dann wahrscheinlich erst so ein Jahr, zwei Jahre später los zu dem, was ich heute bin. Das Problem ist, dass die meisten Menschen an das denken, was sie nicht wollen. Und dann wundern sie sich, dass es ihnen immer wieder begegnet. Das Gesetz der Anziehung hört nicht, dass sie es nicht wollen. Und so lässt es einfach immer wieder das eintreten, woran sie denken. Das zu spät kommen. Das Gesetz der Anziehung kümmert sich nicht darum, ob sie etwas wollen oder nicht wollen. Es manifestiert einfach die Dinge, an die sie denken. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass Sie immer genau das erhalten, worauf Sie sich konzentrieren. Wenn Sie darüber klagen, wie schlecht alles ist, ziehen Sie das Schlechte an. Jetzt sehen Sie sich doch an! Geben Sie mir das da! Einen Glauben muss man haben. Glaubt an etwas, was euch gut tut und nicht an irgendwelchen Mist. Egal was. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass ein Gedanke eine Frequenz hat. Wir können einen Gedanken messen. Wenn Sie einen Gedanken immer wieder denken, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Ihren neuen Wagen haben und das Geld, das Sie brauchen, dass Sie ein Geschäft aufbauen, Ihren Seelengefährten finden, wenn Sie sich vorstellen, wie das aussieht, dann senden Sie die Frequenz dieses Gedankens ständig aus. Gedanken senden ein magnetisches Signal aus, das Ihnen genau das bringt, was Sie sich vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie leben im Überfluss. Und Sie werden Überfluss anziehen. Es funktioniert jedes Mal. Bei jedem Menschen. Wenn ihr euch aber auf etwas konzentriert, was ihr nicht wollt, wird diese ganze Sache bloß verzögert. Ne? Zweifel, Angst und
verzögert die ganze Sache bloß. Das war bei mir der Fall gewesen. Die ersten Ergebnisse, also 2009 habe ich das Buch bekommen und die ersten Ergebnisse waren so in 2010. Ne? Mein Freundeskreis verbesserte sich. Dann kamen wirklich zwei richtige, gute Freunde mit ins Leben, die mich heute noch begleiten. Das zu den sozialen Beziehungen, also ich habe es mir natürlich auch so vorgestellt. Ja, ich sage, okay, du musst was machen. Deine Leute, dein Umfeld, das gefällt dir nicht. Ich brauche ein paar neue. Und das hört sich jetzt auch an, ich brauche ein paar Leute. Dann habe ich mir das vorgestellt, wie das so ist. Die müssen so ein Fable haben wie ich, die sind ein bisschen verrückt, ja, und weichen dann ab von der Normalität und haben einen erschütterten Glauben in irgendeine Sache. Bups, da waren sie. Genau. Jetzt ging es natürlich weiter. Ich hatte in meinem Job war ich unzufrieden. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte raus. Ich wollte reisen. Ich wollte die Welt erkunden. Das war so mein Ziel und vielleicht in einem anderen Land Fuß fassen und dann mein Vermögen aufbauen. Das war so das, was ich ausgesendet habe. Nun war es dann schon 2012, wo ich jemanden kennengelernt habe in Leipzig, die in der Schweiz wohnte. Auch mal liebe Grüße an die Dame. Sie hat mich dann mal in die Schweiz eingeladen. Ich war dort gewesen und schon hatte ich, da kam die Schweiz 2012 schon in meinem Leben, aber es hat nicht funktioniert. Ich hatte Zweifel und ja, willst du das denn wirklich? Und dann weg von Deutschland, weg von Leipzig und so weiter und so fort. Und schwupps, war der Traum aus, inklusive dem Mädel. Ich musste noch ein paar Steine oder ein paar hügelige Wege durchgehen und überwinden, bis ich dann 2014 wirklich in der Schweiz gelandet war. Und das ist jetzt nicht nur der finanzielle Reichtum, oder finanzielle Reichtum hört sich dann an, also ich bin jetzt kein Millionär, aber der finanzielle Wohlstand, das heißt von der Sache, wenn ich irgendwas in meinem Kopf habe, wie mein YouTube-Equipment, ich brauche dann jetzt eine neue Kamera, da muss ich nicht lange überlegen, ich besorge sie mir. Von hier ab mal schnell ans Meer zu fahren, diese Freiheit, die man ja hat, ja, im Job, es läuft ein bisschen anders ab, ein bisschen gesitterter als in Deutschland, in den Schweizer Firmen hier. Sie können das Gesetz der Anziehung überall erkennen. Sie selbst ziehen alles an, die Menschen um Sie herum, den Arbeitsplatz, die Lebensverhältnisse, die Gesundheit, den Wohlstand, die Schulden, die Freude, das Auto, das Sie fahren, das gesellschaftliche Umfeld. Alles haben Sie angezogen wie ein Magnet. Das, woran Sie denken, geht in Erfüllung. Ihr ganzes Leben ist eine Manifestation der Gedanken in Ihrem Kopf. Wichtig ist, dass ihr handelt. Wenn es euch nicht gut geht, zwingt euch, und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video motivieren, aufzustehen und nach draußen zu gehen und sagen, jetzt, oh ja, das hört sich gut an, ich glaube jetzt daran, meine Welt ist gut. Und ich habe mir das immer wieder gesagt, ich sage, ich denke positiv, meine Welt ist gut. Jetzt, die Umstände sagen natürlich, sie sind nicht so gut, aber Glaube versetzt Berge. Wenn Sie etwas nicht verstehen, sollten Sie es nicht gleich ablehnen. Verstehen Sie zum Beispiel das Phänomen Elektrizität? Nicht wirklich, oder? Niemand weiß genau, was Elektrizität überhaupt ist. Aber sie wird von allen gerne genutzt, auch wenn sie nicht wissen, wie sie funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, dass man sich mit ihrer Hilfe ein Essen kochen kann. Und dass man selbst gekocht werden könnte. Was möchtet ihr? Und nicht, ja, das geht nicht, weil. Schon hast du verloren. Du kriegst das, was du anziehst. Halt. Brrrt. Du kriegst das in dein Leben, was du denkst. Jetzt braucht ihr natürlich keine Angst haben. Och, jetzt habe ich das Negative gedacht. Ich habe dies und das Negative gedacht. Das ist nicht weiter schlimm. Das Gesetz der Anziehung funktioniert natürlich mit einer Verzögerung. Es wäre natürlich schlimm, ja. Ihr denkt an den Elefanten. Ich würde gerne mal auf dem Elefanten reiten und zack, in einer halben Stunde sitzt der Elefant ja bei euch in der Wohnung. Wäre natürlich nicht so toll. Mein Beispiel ist das beste Beispiel dafür, dass sowas funktioniert. Der Zeitraum
von dem ins Leben treten dieses Buches oder The Secret sind natürlich 14 Jahre jetzt vergangen. Die ersten Jahre, habe ich euch gesagt, passierte nicht viel. Das war natürlich nur auf meinem Querdenken. Ich war in den Zweifel verhangen. Ich habe auch nicht so richtig gewusst, wie wende ich das jetzt an. Unsere Gefühle lassen uns wissen, was wir gerade denken. Denken Sie mal über Ihre Gefühle nach. Es gibt positive und negative. Sie kennen den Unterschied zwischen diesen Gefühlen, denn bei den einen fühlen Sie sich gut, bei den anderen fühlen Sie sich schlecht. Sie empfinden Depression, Schuld, Groll, Ärger. Das sind keine Gefühle, die uns Kraft verleihen. Das sind die schlechten Gefühle. Andererseits haben Sie auch positive Emotionen, positive Gefühle. Sie erkennen sie daran, dass sie sich gut fühlen. Begeisterung, Freude, Dankbarkeit, Liebe. Stellen Sie sich vor, das wäre jeden Tag so. Sie fühlen sich gut, ziehen dadurch noch mehr gute Gefühle und Positives an und fühlen sich dadurch noch besser. Unsere Gefühle sind eine Art Feedback-Mechanismus. Sie sagen uns, ob wir auf Kurs sind oder unseren Weg verlassen haben. Gebt euch die Zeit, langsam und in Ruhe. Nehmt euch die Zeit. Ich empfehle euch, erstmal in die Ruhe zu kommen, in eine Tasse Tee. Geht raus, wandern. Und vor allen Dingen mit den Füßen auf der Erde laufen, dass man sich wieder erdet. Auf der Erde laufen. Das ist schon mal der erste Anfang. Macht kleine Sachen. Geht einfach vor die Tür in den Wald. Wisst ihr, wie schön das ist? Wie toll? Probiert es einfach mal aus. Ich lade euch recht herzlich dazu ein und schreibt mir dann vor allen Dingen in den Kommentaren, wie diese kleine Änderung oder was diese kleine Änderung bewirkt hat. Ne? Ich zum Beispiel habe es mir dann 2014 zur Routine gemacht, zur Gewohnheit, eine Tasse Tee früh zu machen. Und das in aller Ruhe, egal was um mich rum passiert. Ihr Leben ist so, wie Sie es gestalten, und niemand wird darüber richten, jetzt und für alle Zeit. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen, denn ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass da etwas wäre, für das ich bestimmt sei. Und wenn ich nicht genau das tun würde, wäre Gott nicht mit mir zufrieden. Und als ich endlich begriffen hatte, dass mein wichtigstes Ziel darin besteht, Freude zu erleben und zu empfinden, da fing ich an, nur die Dinge zu tun, die mir Freude bereiteten. Ich habe einen Leitspruch. Wenn es keinen Spaß macht, dann lass es bleiben. Oder ich liebe Autos, ja, also schnelle Autos, Altautos. Es ist eigentlich egal, was es ist. Es kann von mir aus auch ein Fiat Abarth sein, ein ganz abartiger, neuer Fiat, ne? Würde ich mir jetzt persönlich nicht kaufen, aber ich bin interessiert, wenn die Leute dort drin sitzen und die grinsen, dass sie so einen kleinen Abarth fahren. Ja, Mann, da freue ich mich mit denen. Dann kommt der Nächste an mit seinem neuen, fetten Lamborghini und dann sage ich, oh ja, du freust dich? Und das war die Frage. Ich hatte selber dann durch die Autovermietung immer in Lamborghini und ein Ferrari in meiner Garage stehen, weil ich das so angezogen habe. Ich wollte das, ne? Ich wollte große Sportwagen fahren. Und da habe ich festgestellt, das ist eigentlich nicht so das, was ich möchte. So eine alte, fette Ami-Karre mit V8-Blubbern ist doch viel besser. Und jetzt habe ich natürlich meine Garage so aufgebaut. Freude, Liebe, Freiheit, Glück, Lachen, das ist es. Und wenn Sie Freude empfinden, wenn Sie eine Stunde lang still dasitzen und meditieren, dann tun Sie's. Wenn es Ihnen Spaß macht, ein Salamibrot zu essen, dann tun Sie's. Wenn ich meine Katze streichle oder in der Natur bin, empfinde ich Freude. Also will ich mich ständig in diesen Zustand der Freude bringen. Und wenn ich es tue, brauche ich nichts weiter, als im Sinn zu haben, was ich will. Und was ich will, manifestiert sich. Dazu sage ich, setzt euch hin, geht eine Runde spazieren, setzt euch dann hin, macht euch Musik an, das, was ihr gerne hört. Geht in euch, fühlt. Und schon seid ihr in eurer Mitte und ihr fühlt, was ihr wirklich wollt. Nehmt euch ein Blatt Papier, schreibt euch auf, ich habe, wenn ihr Lamborghini wollt, den Lamborghini, Bugatti Veyron, alles was ihr wollt, ein großes Haus mit Swimmingpool, schreibt euch das auf, visualisiert das, glaubt daran und es wird in euer Leben treten. Ich habe ein paar Jahre gebraucht und bis ich das richtig eingestellt hatte, das hat so 5 Jahre gebraucht, locker, also bis ich dann hier in der Schweiz war, doch, ja. Und das ist aber nicht schlimm.
Wenn ich es schaffe, mit diesem Video euch vielleicht in einem halben Jahr schon wieder, wenn ihr sagt, ja, im halben Jahr oder in 3 Wochen, ja, boah, das hat ja funktioniert, dann seid ihr richtig gut dabei. Dann habt ihr es kapiert, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Und dann beglückwünsche ich euch und lade euch recht herzlich ein in mein Studio hier, um darüber zu plaudern. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr an was anderes glaubt. Aber glaubt an etwas, was euch weiterbringt und nicht im negativen, kann man Mist sagen, hängen lässt. Ich drücke euch wirklich alle Daumen, ich habe 2 davon und die Augen mache ich auch noch zu, nee, dass ihr es schafft. Ich glaube an euch. Alles, was sie glücklich macht, zieht noch mehr davon an. Sie sehen sich gerade diesen Film an. Sie selbst haben ihn in ihr Leben gezogen und es ist ihre Entscheidung, ob sie ihn annehmen und anwenden wollen. Wenn es sich gut anfühlt. Wenn sie sich nicht gut dabei fühlen, dann wissen sie ja, dass sie es sein lassen sollten. Suchen sie sich etwas, das ihr Herz anspricht. Und daher folge ich fast ständig nur meiner Begeisterung, meiner Leidenschaft, meiner Schaffensfreude. Und zwar den lieben langen Tag. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, wie es genau funktioniert, dann schreibt es mir in den Kommentaren oder schreibt mir auch eine E-Mail unter info@janundleni.ch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich schaue jetzt mal, wie dieses Video bei euch ankommt und eventuell drehe ich natürlich auch hiervon einen Teil 2, um näher zu erläutern, wie das Secret dann funktioniert. Alles Gute, ihr Lieben dort draußen. Positive Gedanken. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Alles, was sie durchgemacht haben, jeden Augenblick, den sie hinter sich haben, gab es nur, um sie auf diesen Moment gerade jetzt vorzubereiten.